Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. Ich lade Sie heute zu einer Schienenkreuzfahrt durch das südliche Afrika ein mit dem Shongololo, zu Deutsch Tausendfüßler. Shongololo, so nannten die Eingeborenen damals die Züge, als sie diese zum ersten Mal sahen. Wir sind unterwegs, beispielsweise mit Dampf über die Victoria-Fälle. Wir besuchen einen Nationalpark in Botswana und das Grab von Cecil Rhodes, dem Namensgeber von Rhodesien, was heute Simbabwe heißt und der Ausgangspunkt unserer Reise ist. Freuen Sie sich jetzt auf den ersten Teil unseres Shongololo-Express. Die Idee, Länder mit dem Zug zu erkunden, ist ganz hervorragend. Es ist wie eine Kreuzfahrt auf dem Land. Diese Reise verändert einen, weil man die großen Unterschiede zwischen Arm und Reich versteht. Weil man sieht, wie schlecht es den Leuten geht und dass sie trotzdem so fröhlich sind. Ab und zu schlängelt sich ein besonderer Zug durch Afrika. Es ist ein Hotelzug, der Shongololo Express. Shongololo Express ist nach diesem kleinen Kerl genannt, der Tausendfüßler. Und dann, wenn man ganz genau beobachtet, seine Füßchen, wie sie sich so bewegen, und genau das vom Zug mit den ganzen Rädern, ist ein gepasster Name. Und er bewegt sich auch, als ob er durch die ganzen Berge und Täler schleift, hin und her. Kitzel ganz schön. Und es war ein passender Name, die vielen Räder. Der Shongololo, das ist ein Zulu-Wort für Tausendfüßler. So nannten die Eingeborenen die ersten Züge, die sie am Horizont erspähten. Seit 1995 schlängelt sich nun der Shongololo Express als Safari-Zug durch verschiedene Länder des südlichen Afrika. Wir beginnen unsere Reise in Simbabwe, in Victoria Falls. Der Zug steht hier die ersten drei Tage. Die Reisenden sollen sich erst einmal akklimatisieren und einleben. Das ist für die nächsten 16 Tage ihr Zuhause. Außer diesem kleinen Schlüssel habe ich noch zwei weitere. Dann gibt es noch einen Schlüssel für ihren Safe. Da kommen ihre Kamera und andere wertvolle Dinge rein. Zu ihrer Sicherheit erkläre ich Ihnen noch die Bedienung der Fenster. Wenn Sie es öffnen wollen, dann drücken Sie einfach und lassen es runter. Zum Schließen ziehen Sie es einfach nur hoch. Und dann die Jalousie, nur hochziehen, dann ist sie zu. Ich war noch nie in Afrika. Ich wollte schon lange hierher kommen und ich denke, so eine Reise sollte ich machen, bevor ich zu alt bin. Wir haben uns entschieden, mit dem Shongololo zu fahren. Das ist etwas völlig anderes, als wir bisher gemacht haben. Ich möchte so viele Tiere wie möglich sehen. Doch zunächst steht der Besuch der nahen Victoria-Fälle auf dem Programm. Ein unvergesslicher Anblick, wie der Sambesi, 1440 Kilometer von seiner Quelle entfernt, 108 Meter hinabstürzt. Ein UNESCO-Welterbe, in dem manche sogar baden.
Wir sind jetzt am Anfang der Wasserfälle. Und die Wasserfälle sind die größten Wasserfälle in Bezug auf Masse. Masse, Volumen, Masse. 1720 Meter lang sind diese Wasserfälle. Wir sind jetzt am Anfang von dieser großen Straße. Ja? Das Wasser kommt von links nach rechts runter in eine alte Spalte. Das Interessante, warum wir diese Wolke haben, ist, weil von der Flussseite, wo es runterfällt, ja, 90 bis 100 Meter, zur anderen Seite sind nur 50 Meter. Die Spalte ist eng, diese Wolke geht weit hoch. Daher nennen die Einheimischen die Wasserfälle noch heute Mosi-Owatunya, donnernder Rauch. Die Wasserfälle und die Eisenbahn gehören hier seit langem zusammen. Und so ist noch heute Lokführer ein beliebter Beruf. Ich habe 1971 als Lokomotivführer auf dieser Dampflok angefangen. Seitdem bin ich hier. Ich mag diesen Beruf sehr. Deshalb mache ich auch schon so lange das Gleiche. Jetzt fahre ich den Safari-Dampfzug für Touristen. Für 4.000 Dollar kann man den Dampfzug mieten und zu den Victoria-Fällen fahren. Wir machen einen kleinen Ausflug in die Kolonialgeschichte Simbabwes. Ende des 19. Jahrhunderts war das Land eine britisch dominierte Kolonie. Verwaltet wurde sie von der South Africa Company. Cecil Rhodes hatte sie gegründet, daher auch der spätere Name Rhodesia. Rhodes forcierte den Bau der Eisenbahn nach Victoria Falls. Sie sollte eine wichtige Rolle zur Sicherung der Macht in Rhodesien einnehmen. In Victoria Falls allerdings spielte die Faszination der Wasserfälle eine herausragende Rolle beim Bahnbau. Und Rhodes wollte die Brücke über den Sambesi so nah wie möglich an die Fälle bauen, damit die Gischt der Fälle auf die Fenster der Eisenbahnwaggons spritzen konnte. Und sein Wunsch war es auch, dass der Zug in der Mitte der 125 Meter hohen Brücke anhält. Den Reisenden sollte so ein herrlicher Blick auf die Victoria-Fälle geboten werden. Er dachte wohl nicht daran, dass es heute manche Touristen sogar im Dunkeln versuchen würden. Der Zug hält in der Mitte der Brücke, weil es einen geschichtlichen Zusammenhang zwischen der Brücke und Dampflokomotiven gibt. Dampfloks wurden beim Bau dieser Brücke benutzt, um Material und Menschen hierher zu transportieren. Wenn wir mit den Leuten auf dieser Brücke sind, erzählen wir ihnen etwas über die Geschichte und halten an, damit die Gäste Fotos machen können. Übernachtet haben die Gäste im Victoria Falls Hotel. 1913 wurde es im sogenannten eduardinischen Baustil zum elegantesten Luxushotel der britischen Kolonie in Afrika umgebaut. Davor waren auf dem Gelände Arbeiter untergebracht, die am Bau der 1905 fertiggestellten Eisenbahnbrücke beteiligt waren. Sie ist auch Teil von Cecil John Rhodes' Traum für Afrika. Der Traum von einer Eisenbahnstrecke von Kapstadt bis nach Kairo. Hier unten sieht man die Entfernung mit der Eisenbahn. Dieser Traum spielt eine große Rolle für unser Hotel, denn auch unser Logo bildet ihn ab. Es zeigt einen Siedler und die Löwen des Kaps, sowie die Sphinx von Ägypten. Er schaut in nördlicher Richtung vom Kap zur Sphinx. Die Geschichte des Hotels ist also eng mit der Eisenbahn verbunden und mit dem Traum von Cecil John Rhodes, einer Eisenbahnstrecke vom Kap nach Kairo. Die Strecke wurde allerdings nie komplett fertiggestellt. Und auch die Eröffnung der Brücke hatte Rhodes nicht mehr miterlebt. Er starb 3 Jahre vorher. Wer aber die Victoria-Fälle sehen wollte, musste mit der Bahn fahren. So ging zumindest dieser Traum in Erfüllung. Das Hotel liegt direkt neben dem Bahnhof, wo unser Shongololo-Express ausgestreckt auf seine Abfahrt wartet. Für ihn können Tickets allerdings nicht am Fahrkartenschalter gekauft werden, sondern nur im Reisebüro. Während die Zuggäste auf Entdeckungstour sind, wird im Zug alles für die Abfahrt klargemacht.
Denn am heutigen Abend geht's los. Der Shongololo Express ist sehr besonderes. Das ist aber nicht eine ganz normale Zugfahrt. Zum Beispiel der Rovers Rail oder der Blue Train, die einfach eine Zugfahrt anbieten für 24 Stunden oder 36 Stunden. Wir bieten 15 Tage an. Das heißt, das ist so das Hotel, das rollt nachts und tagsüber machen wir Ausflüge. Bestimmte Ausflüge, kulturelle Tiere beobachten, Stadtrundfahrt, alles Mögliche. Und das Bequeme ist, man hat sein Zimmer oder seine Kabine, packt aus und hat sein Zuhause. Lästiges Ein- und Auschecken entfällt damit. Das bedeutet mehr Zeit für Afrikas Tierwelt. Die Shongololo-Gäste besuchen, diesmal per Boot, den nahen Chobe National Park im nordöstlichen Zipfel Botswanas. Entlang des Chobe-Flusses mit seinen Auen gibt es fruchtbares Weideland. Deshalb kommen hier so viele Tiere her. Bekannt ist der Chobe National Park aber für seine Elefantengarantie. Hier sind die meisten Elefanten Afrikas konzentriert. 6 Elefanten pro Quadratkilometer. Wir haben viele Elefanten, weil der Chobe Nationalpark nicht eingezäunt ist. Man sagt auch, hier leben Elefanten ohne Grenzen, weil sie sich frei bewegen können. Und sie haben auch keine Feinde. Deshalb vermehren sie sich sehr schnell. Nur die ganz Kleinen werden manchmal von Löwen gerissen. Aber das passiert sehr selten. Deshalb vermehren sie sich so schnell. Besonders während der Trockenzeit zieht es die Elefanten zum Fluss. Er mündet übrigens im Sambesi und fließt auch zu den Victoria-Fällen. Dort geht's am Abend gegen 22 Uhr endlich los. Der Shongololo Express setzt sich betulich in Bewegung. Hauptsächlich nachts, wie auf einem Kreuzfahrtschiff eben, begibt man sich auf die Reise. Immer mit von der Partie, Kleinbusse. Mit ihnen werden die Ausflüge gemacht. Dass wir endlich losfahren, super. Das war ein super Tag, wir haben viel geschafft. Dass wir jetzt endlich am Rollen sind und viel hinter uns und viel vor uns. Super, dass wir den Tag so abschließen können. Jetzt rollen wir in die Nacht hinein und ich gehe gleich ins Bett. Allerdings sind im Barwagen noch nicht alle müde. Gesellige Abfahrtsparty. Nun ja, alles will eben gelernt sein. Wir machen das immer in Gruppen, weil wir auch das Gruppenerlebnis lieben. Man trifft immer Leute, hat verschiedene Gesprächsthemen und deswegen machen wir ganz selten was nur zu zweit. Es ist eben eine Schienenkreuzfahrt. Ruhe findet man nur in seiner Kabine. Der Shongololo Express fährt auf verschiedenen Routen durch südliche Afrika. Wir haben uns für die sogenannte Southern Cross Southbound Reise entschieden. Eine Entdeckungsfahrt, gut 2 Wochen lang und rund 2650 Kilometer weit. Die ersten Tage geht's durch Simbabwe. Ein eher unbekanntes Land, das auf der Beliebtheitsskala bei Touristen nicht ganz oben steht. Genau hier bietet sich die Reise im Shongololo Express an. Denn er kommt auch in abgelegene Gegenden, wie beispielsweise nach Dete, einem Provinznest mit 1000 Einwohnern. Obwohl hier nicht viele Züge fahren, kam die ehemalige Eisenbahnersiedlung vor Jahren in die Schlagzeilen. Ein Fahrdienstleiter soll ein Signal falsch gestellt haben. 2 Züge stießen zusammen
und mehr als 40 Menschen starben. Dete am Samstagnachmittag. Das ehemalige Südrhodesien, einst ein für afrikanische Verhältnisse reiches Land, hat schon bessere Zeiten erlebt. Jahrzehntelange Korruption und Misswirtschaft haben zu einer schlechten Ernährungslage geführt. Millionen Menschen sind auf internationale Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Außerdem führt eine der weltweit höchsten HIV-Raten zu einer der niedrigsten Lebenserwartungen der Welt von unter 50 Jahren. Traditionell lebten manche Männer früher mit mehreren Frauen in verschiedenen Hütten zusammen. Auf einem Grundstück. Jeder hatte mit 3, 4 Frauen eine Hütte. Heute kann sich das meine Generation nicht mehr so wie die vorherige Generation leisten, mit vielen Frauen verheiratet zu sein. Heute kannst du im Grunde nur noch eine Frau heiraten. Wenn jemand allerdings unbedingt will, dann kann er auch mehrere heiraten. Aber es wird dann für ihn schwierig, für alle zu sorgen. So wirkt sich die katastrophale wirtschaftliche Situation direkt auf die traditionellen Lebensformen aus. Am späten Nachmittag verlassen wir Dete. Vor uns liegen 240 Kilometer bis nach Bulawayo, der nach Harare zweitgrößten Stadt Simbabwes. Die Strecke von Victoria Falls wurde 1904 eröffnet und ist Teil des Traumes von Cecil Rhodes. Warten auf das Abendessen. Die Züge fahren im südlichen Afrika auf schmaler Spur, auf der sogenannten Kappspur. Sie ist 1067 mm breit. Ihr Name hat aber nichts, wie oft angenommen, mit Kapstadt zu tun, sondern mit den Initialen ihres ersten Erbauers Karl Abraham Peel, CAP. Da wackelt es ganz schön. Aber nicht wegen der Breite, sondern wegen der mangelhaften Gleislage. Gekocht wird in der Zugküche täglich frisch. Immer ein Menü mit 3 Gängen und Salat. Der Chef ist gewissermaßen Gastarbeiter im eigenen Land. Er stammt aus Simbabwe. Der Shongololo Express ist aber ein Zug aus Südafrika. The main course today is fish Shongololo style. Als Hauptgang gibt es heute Fisch nach Shongololo-Art. Die Zubereitungsweise Shongololo-Art habe ich erfunden. Es ist also meine ganz eigene Art, ebenso wie ich den Fisch gut finde. Wir haben den Fisch schon oft serviert, die Gäste mögen ihn sehr. Man sieht's, der Speisewagen ist gerammelt voll. Vor allem bei der ersten Belegung um 18.30 Uhr. Es wird schnell dunkel. Viele sind früh müde. Die unzähligen Eindrücke müssen verarbeitet werden. Und jeden Tag kommen neue hinzu. So auch heute. Wir besuchen die Matobo-Hügel. Matobo bedeutet die Kahlköpfigen. Sie gelten bei einigen afrikanischen Stämmen als heilig und sind bis heute Kultstätten. 1896 war Cecil Rhodes hier und beschrieb diesen Platz als View of the World, als schönste Aussicht der Welt. Rhodes liegt auf einem der berühmtesten afrikanischen Hügel begraben, auf dem Malindinzimu, dem Ort der guten Geister. Er kam hier immer hoch, saß auf dem Hügel, dachte nach und träumte von seiner Zukunft in Afrika. Und er wollte auf diesem Hügel begraben werden.
Seine Füße zeigen nach Norden. Sein Traum war es, ins Unbekannte zu gehen, in das dunkle Innere des Kontinents. Der wichtigste Teil dieses Traums war die Eisenbahnlinie von Kapstadt nach Kairo. Vielleicht schlummert dieser Traum ja ein bisschen im nahegelegenen Eisenbahnmuseum in Bulawayo weiter. Bulawayo heißt auch Platz der rauchigen Feuer. Im Museum raucht zwar schon lange nichts mehr, man sollte aber dennoch einen Abstecher hierher machen. Eröffnet wurde das Museum 1972, exakt 75 Jahre nach der Ankunft des ersten Zuges in Bulawayo. Die älteste Lok im Museum aus dem Jahre 1889. Sie soll als erste Lokomotive über die Brücke in Victoria Falls gefahren sein und hört auf den Namen Jack Tar. In der Halle entdecken wir eine zweite Rarität, den Waggon von Cecil Rhodes. Er stammt aus den USA und wurde von der legendären Firma Pullman hergestellt, in Kisten verpackt, nach Südafrika verschifft und dort zusammengebaut. This coach was built in 1896. Dieser Wagen wurde 1896 gebaut und 1898 zum ersten Mal benutzt. 1902 brachte man Rhodes Leichnam in diesem Wagen von Kapstadt nach Bulawayo. Und auf dieser Fahrt hielt der Zug an allen Ausweichstellen nach Bulawayo an, damit die Leute ihm die letzte Ehre erweisen konnten. Er bekam so viele Kränze, dass dieser Wagen alleine nicht ausreichte, um sie zu transportieren. Vor dem Niedergang des Landes war Bulawayo ein bedeutender Eisenbahnknotenpunkt und ein wichtiges Wirtschaftszentrum Simbabwes. Heute leben 1,5 Millionen Menschen hier. Züge fahren aber nur noch wenige. Aber wir haben ja unseren Shongololo, der am Spätnachmittag die Stadt wieder verlässt. Schnell wird es ländlich. Und der Shongololo Express mit seinen 14 Wagen bewegt sich wirklich wie ein Tausendfüßler durch Afrika. Auf Geschwindigkeit kommt es bei dieser Schienensafari nicht an. Bis zu 90 Fahrgäste haben im Shongololo Express Platz. Bei Bedarf werden einfach mehr Wagen angehängt. Die Afrikaner haben eine hohe Wertschätzung gegenüber Tieren. So trägt unser Zug, wie erwähnt, den Namen eines Tausendfüßlers. Aber auch Menschen werden oft nach Tieren benannt. Weil die Leute Tiere als Teil ihres Lebens betrachten, erhalten sie die Wildtiere und die Natur. Mein Name Ndlovu bedeutet Elefant. Wenn in der Nähe ein Elefant getötet wird, darf ich keinen Elefanten essen. Die meisten Afrikaner haben Namen, die einen Bezug zu Tieren haben. Ein Afrikaner würde ein Tier, dessen Namen er trägt, nicht essen. Da haben diese Elefanten also Glück. Wir besuchen nun den Antelope Park bei Gweru in den landschaftlich sehr schönen Midlands.
Hier gibt es eine besondere Attraktion. Herzlich willkommen. Bevor wir die Löwen rausholen, gibt es noch einige Sicherheitsregeln. Unsere Löwen sind noch jung, erst 12 Monate alt. Sie sehen zwar klein aus, es sind aber dennoch Löwen. Sie können einem ernste Verletzungen zufügen, eigentlich genauso wie ältere Löwen. Touristen dürfen nur junge Löwen vor dem Einsetzen der Pubertät streicheln. Das Fell ist rauer als bei einer normalen Katze. Viel rauer, aber schön. Die Löwen wirken ruhig und das beruhigt mich. Sie sind sehr lieb. Morgens und abends dürfen die Löwen ohne Touristen raus und einfach Löwe sein. Dann lernen sie jagen. Das ist die sogenannte Afterkralle. Das ist beim Menschen der Daumen. Sie bohrt sich ein, wenn der Löwe etwas greift. Er nutzt die Kralle, um Fleisch zu reißen. Sie ist versteckt, aber wenn er sie ausfährt, kann er leicht Fleisch damit reißen. Das ist sie. Sie ist sehr groß. Nach 1,5 Stunden ist der Löwenspaziergang zu Ende und die Tiere haben wieder Ruhe. Wir sind nun in Somabula, etwa 150 Kilometer westlich von Bulawayo entfernt. Laut Reiseprogramm in der Mitte von nirgendwo. Der Ort ist ein wichtiger Bahnknoten mit Güterverkehr. Der Shongololo hat hier während unserer Löwensafari gewartet. Die Crew war derweil nicht untätig. Frischwasser auffüllen. Wäscheservice auf Rädern. Täglich frische Handtücher. Es ist eben ein rollendes Hotel. Und draußen? Ein Klischee ist Wirklichkeit. Kein Wunder. 3/4 der Bevölkerung lebt in Armut. Manchmal kommt hier der Shongololo vorbei. Dann freuen sich die Kinder sehr, denn sie bekommen immer etwas. Die Grundschüler erhalten zum Beispiel Bücher vom Shongololo. Das hilft ihnen. Die Kinder sind dann glücklich. Da wird man dann doch nachdenklich. Wir beenden hier unsere Reise mit dem Shongololo Express. Der zweite Teil der Schienensafari führt uns nach Südafrika, Mosambik und Swasiland. Ein weiteres spannendes Bahnabenteuer steht uns bevor.